Moin Leute, wir haben einen neuen Gast und zwar Pascal Ilgner. Ich komme von der Firma Georg Fischer, bin im technischen Vertrieb ansässig in Bielefeld. Let's go. Ja, wir schauen uns heute an, wie wir bestimmt die schlechteste PVC-Naht hinkriegen. Und zwar im neuen Iceflog interessiert. PVC, das ist immer das Rohr, was ihr beispielsweise an den Klimaanlagen findet, bei den Abflüssen oder sonstiges. Und auch häufig bei Kaltwassersätzen verwendet. Ihr habt auch noch Anwendungsbereiche, ne? Chemieindustrie, Wasseraufbereitung ist auch ein gutes Thema. Oder ganz klassische Schwimmbäder, kennt man. Damit die Verbindung richtig schlecht wird? Dann nehmen wir auf jeden Fall so eine schöne Säge hier, ne? Das brauchen wir auch, ne? Genau, Klebstoffbeschleuniger. Ja, genau, das machen wir gleich. So, was sagst du, wie sägen wir denn das am besten? Ja, setz mal an. Ja. Ja. So, ist das schief genug oder muss ja nicht ganz gerade sein, hast du mir mal erzählt? Ich glaube, du musst noch ein bisschen schräger. Ja, säg mal erstmal an. Okay. Warte. Mhm. Komm gerade her. Ganz wichtig bei der Sache ist nämlich, dass sie die Späne auffallen. Das ist nämlich nachher unser Klebstoffbeschleuniger. Ich glaube, das hält auch so. Oder was meinst du? Ja. Aber sieht doch gut aus hier. Ja, passt. Aber den Grat dürfen wir nicht entfernen, ne? Ja, den brauchen wir, damit das möglichst überall noch was dazwischen kommt. Ja, das stimmt. Was brauchen wir noch als nächstes? Ja, wir haben hier so einen schönen Pinsel. Kann man auch sehen, der ist schon ein paar Mal benutzt worden. Ich denke mal, den können wir auch noch mal nehmen. Oder was hast du dazu? Der ist perfekt. Borsten sind perfekt. So muss ein Pinsel aussehen. Der muss immer möglichst viele Borsten verlieren. Das ist ganz, 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 ganz essentiell wichtig. Und? Klebstoff. Guck mal, wie man hier sehen kann. Der ist auch schon... Der ist schon über sein Datum. Oh, das ist aber scheiße. 2019, was machen wir denn da? Ich habe immer gesehen, wie unser Meister da hier ein bisschen, das ist ja Anlöser, da müssen wir das ja lösen mit können, den Klebstoff, oder nicht? Ja, okay, du hast ja recht. Guck mal, dann machen wir den da mal rein. So. Ja, perfekt. Guck mal, rühren das nochmal um. Der ist doch schon wieder top. Ja, können wir noch nehmen. So. Boah, der ist ja richtig flüssig. Super, jo, der funktioniert richtig gut. Wollen wir das mal einschmieren? Das ist jetzt die Muffe, ne? Genau, ich glaube, in der Muffe, da brauchen wir ja gar keinen Klebstoff. Reicht ja, wenn wir hier ein bisschen was dran pinseln. Ja. Ne, das müsst ihr halten. Aber immer möglichst rundrum, ne? Ja, genau. Weil da muss viel Luft rein. Rum und, aber es kann auch mal zwischendurch, ist nicht schlimm, wenn da mal was fehlt. Also, das ist ja spaltfüllendes Material. Das sollte klappen, wenn wir das... So, hier unten ist auch alles dran. Guck. So. Ja. Ein paar Pinselpunkte hier. So. Jetzt? Möglichst lange warten, bevor wir es zusammenschieben, ne? Ja, aber wir können es auch reinstecken und schön, man muss es ja auch ein bisschen ausrichten. Aber ich glaube, da waren mindestens 2 Minuten Wartezeit oder so, ne? Ich glaube, 2 Minuten, das passt ganz gut. 2 Minuten später. Das muss so, ne? Ja. Warte, ich wollte das eigentlich noch ein bisschen drehen beim Zusammenstecken. Warte, hältst du gegen? Ja, komm mal nah ran, CJ. So muss das aussehen. Seht ihr das? Perfekt. Überall müssen leere Stellen sein. Ja, aber es reicht ja schon so. Ja, ich glaube, bist du ja von der Einjektive. Ja? Das ist ja, muss ja reichen. Ist ja schön, dass man das sehen kann. Da kann man auch noch durchgucken. Oh. Ja, ist perfekt. Ding. Guck, ist ja perfekt. Ja, so muss das aussehen. Sehr schön. Gucken, ob das auch so hält. Okay. Willst du dir selber die Ehre geben, oder? Willst du? Mach mal ruhig. Ich will euer Labor ja nicht zerstören. Soll ich? Ja, wenn was passiert, hast du es gemacht. Ernsthaft? Okay. Ich höre nichts. Oh, jetzt fängt es schneller an zu tropfen. Oh, ich hab Angst, ey.
Komisch. Also, ich glaube, der Klebebeschleuniger hat gefehlt. Ja, oder? Wir haben das zu wenig verdünnt. Ja. Nicht zu wenig reingemacht. Komisch. Müssen wir noch mal probieren. Naja, schlecht Beispiel beiseite. Wir haben einfach mal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Natürlich haben wir für euch auch noch mal aufgenommen, wie man es richtig macht. Viel Spaß. Als erstes braucht ihr einen Rohrschneider. Ganz wichtig bei dem Rohrschneider ist, dass wir hier eine Kunststoffklinge haben. Die hat einen anderen Winkel, macht dementsprechend nicht so einen großen Grat. Das nächste, was ihr braucht, ist ein Außenendgrater und natürlich ein Innenendgrater. Der Außengrater ist ein bisschen besonderer. Schaut euch mal an, den Außenendgrater könnt ihr nämlich einstellen für die perfekten Rohre. So, als nächsten Step, wir bräuchten auf jeden Fall den PVCU-Anlöser und den passenden Tangit-PVCU-Klebstoff, wo man hier unten ein kleines Datum erkennen kann. Das ist das in dem Sinne Verfallsdatum, ab dann in dem Moment sollte man den Klebstoff einfach nicht mehr verwenden. 2 Jahre, glaube ich, ne? Genau, nach Abfülldatum ist 2 Jahre dieser Klebstoff verwendbar. Hm? Danach sollte man eine neue Dose verwenden, damit einfach alle Vorgaben eingehalten sind, weil wir wollen am Ende eine sichere Verbindung, die funktioniert. Okay, alles klar. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich einen Stift, etwas, um die Einstecktiefe so festzustellen, entweder sowas zu messen oder wie bei uns mit einer Anzeige, einen Pinsel, die Handschuhe, um die Hände vor dem Reiniger zu schützen und natürlich ein unbedrücktes, fusselfreies Tuch. Das sind die nächsten Werkzeuge, die wir für diese Klebung brauchen. Perfekt. Wunderbar. Im ersten Step lenken wir natürlich das Rohr ab auf die gewünschte Länge, die wir hier schon angezeichnet haben. So, Jonas. So, der nächste Schritt ist natürlich wie immer erstmal von innen das Rohr entgraten. Dafür nehmt ihr, wie gehabt, so einen Pendelentgrater oder habt ihr auch andere Entgrater? Okay, ein Pendelentgrater. Und ganz wichtig, von außen eine Faser drauf machen. Die Faser beträgt 15 Grad und die ist dafür da, dass der Kleber in die Klebefläche geschoben wird und nicht vor der Muffe bzw. vor dem Rohr in der Muffe hergetrieben wird. Als nächstes markieren wir uns die Einstecktiefe. Das heißt hier auf die 63. Als nächstes brauchen wir natürlich einen Reiniger, den Kleber. So, öffnen wir schon mal alles. So, jetzt zeige ich euch mal einen Geheimtrick, den ich auf der Baustelle gesehen habe. Ein Magnet. Wenn wir den von außen dran machen, dann bleibt uns der Pinsel an der Dose hängen und rutscht nicht unten rein. Wie muss denn die Konsistenz sein? Wir haben am Anfang das Datum hier kontrolliert. Das heißt aber nie, dass der Kleber nicht kontrolliert werden muss. Wenn der honigartig abläuft, dann kann man davon ausgehen, dass das noch ein guter Klebstoff ist und der nicht noch zu lange offen gestanden hat. So, das heißt, haben wir kontrolliert. Ich hänge jetzt den Pinsel dran, mache zum Schutz die sogenannte Pinselkappe drauf. Das sorgt einfach dafür, dass hier nichts austrocknet. Außerdem müsst ihr dann die richtigen Handschuhe nehmen. Wir haben hier nämlich aus Versehen eine PVC-Handschuhe genommen. Die würden sich auflösen. Aha, das hast du wohl extra gemacht. So, schützen wir uns die Hände, damit die nicht austrocknen. So, träufeln wir uns den Klebstoff, den Anlöser schon mal auf das Tuch. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. Wir lösen schließlich das Rohr und die Muffe in einem Step an. Wir haben jetzt eben gerade schön die Einstecktiefe markiert. Die werde ich jetzt schon mal leicht wegwischen. Dann weiß ich auf jeden Fall, ich habe das Rohr weit genug gereinigt. Weil wir wollen ja nicht mehr reinigen, als wir müssen. Denn mit diesem Anlöser lösen wir die Oberfläche des Rohres an. Und
schädigen dieses natürlich in dem Sinne auch ein bisschen. Mal die Muffel bitte. Danke. Bei der Muffel gehen wir genauso vor, wir reinigen die Stelle, die wir kleben wollen. Man sieht es hier genauso wie auf dem Rohr. Es wird hier leicht matt von der Oberfläche, genauso wie es hier. Die Linien sind verschwunden, bis auf das, was wir angezeichnet haben. Das ist ganz leicht noch zu sehen, damit, wenn wir es gleich zusammenfügen, wissen, wir sind an der richtigen Stelle. Weil nur hier haben wir den Vorteil, dass es durchsichtig ist. So. Vielen Dank. Jo. Ich mach den Magneten mal ab. Wir machen das jetzt ja alles mal händisch. So. Wir wollen jetzt den Klebstoff auftragen. Wichtig ist, dass wir axial zur Rohrrichtung auftragen. Also so lang? Genau. Wir beginnen mit der Muffe. Einfach weil wir diese Muffe auch wieder hinstellen können. Weil sonst verdrecken wir das Gereinigte. Mhm. Okay. So. Nehme ich meine Hand. Tragen jetzt auf. Wenn wir das so auftragen, streichen wir quasi die Luftblasen aus dem Fitting heraus, sodass wir später keine Lufteinschlüsse haben. So, der Fitting ist soweit vorbereitet, den stellen wir jetzt hin. Wir haben jetzt auch noch eine gewisse Zeit, die wir einhalten müssen. Könntest du mir einmal helfen und das Rohr dabei ein bisschen drehen? Ja, klar. Dann trage ich auf und du drehst mir das ein bisschen. Na, Moment. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Bei der Raumtemperatur müssten wir um die 4 Minuten Zeit haben. Mhm. Also das ist die sogenannte Offenzeit. Ab diesem Moment, wenn die Zeit überschritten ist, beginnt der Klebstoff fest zu werden. Okay. Und das heißt, wir können das auch nicht einfach wieder zusammenfügen. Also definitiv bei größeren Rohren zusammenarbeiten. Genau, ab einer gewissen Größe sollte man schon mit 2 Leuten arbeiten. Sag mal, wir können bis 400 kleben. Also die steckt man auch nicht von alleine wieder zusammen. Okay, dann. So, jetzt stecken wir es auf. Dann, CJ. Und beim Zusammenfügen ist es wichtig, es möglichst gerade und ohne zu verdrehen, also quasi in einem Ruck zusammenzufügen. So, wie man sehen kann, haben wir jetzt hier auch ganz minimale Lufteinschlüsse auf der Klebung. Das ist aber vollkommen in Ordnung, weil das kann immer anhand der Oberfläche passieren. Eine Klebung gilt als gut, wenn mindestens 75% dieser Klebefläche vollflächig verklebt sind. Das heißt, wenn wir hier jetzt die Einschlüsse haben, die komplett durchgehen, das ist für uns ein Indikator, der schlecht ist. Okay. Also das kann man halt sehen. Oder wenn man eine Borste auf einmal eingeklebt hat. Das sind so die Punkte, die sieht man natürlich in so einer durchsichtigen Muffe. Ja, ist ja ähnlich wie bei uns mit Löten, 80% sollen wir da ja auch. Genau, genau. Ich finde, bei so einer durchsichtigen zum Üben ist das immer schön, weil man sieht direkt, okay, wenn man das so macht, dann hat man es richtig. Aber oder für uns bei den Schulungen ja auch immer, dann kann man den Leuten das immer perfekt zeigen. Genau. Aber was findet hier denn jetzt chemisch statt? Diese Frage haben wir uns hier gestellt und Jonas zeigt euch das jetzt in einer kleinen Animation. Danke, Pascal. Damit wir verstehen, was so besonders am Verkleben von PVC-Rohren ist, werfen wir einen kurzen Blick auf die Grundlagen der Kunststofftechnik. Das hier verwendete Kunststoffrohr besteht aus dem Grundstoff Vinylchlorid. Grundstoffe in der Kunststofftechnik werden auch Monomer genannt. Monomer ist ein altgriechisches Wort und bedeutet einfach nur ein Teil. Ein großer Haufen Monomere werden in einer speziellen chemischen Reaktion zu einem riesigen Molekül zusammengesetzt. Das Makromolekül, welches entsteht, wird auch Polymer genannt. Polymer bedeutet nichts anderes als Vielteil. Irgendwie logisch, oder? Schließlich wurde es aus ganz vielen Monomeren bzw. Einteilen gebildet. Aus Vinylchlorid wurde Polyvinylchlorid oder kurz PVC. Für Kunststoffe gibt es 3 Entstehungsreaktionen. Die Polymerisation, die Polykondensation und die Polyaddition. PVC entsteht durch eine radikalische Kettenpolymerisation, auf die wir uns hier beschränken werden. Vinylchlorid hat eine Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen. Diese Doppelbindung ist hauptsächlich für die Polymerisation verantwortlich. Durch ein zugesetztes, sehr bindungsfreudiges Radikal wird die Doppelbindung aufgebrochen. Das Vinylchlorid formt sich um und wird selber ein sehr bindungsfreudiges Radikal. Es fehlt ihm ein Elektron, um die Oktettregel einzuhalten. Also bricht es kurzerhand das nächste Vinylchloridmolekül kaputt und verbindet sich mit ihm.
Diese Reaktion wiederholt sich nun immer und immer wieder. Der Kettenstart hat stattgefunden und die Polymerisation endet erst, wenn die Kette auf ein weiteres zugesetztes Radikal trifft. Es bildet sich ein extrem langes Molekül, welches man mit einem Faden vergleichen kann. Findet diese Reaktion mehrfach nebeneinander statt, so bilden sich ganz viele Fäden, welche sich miteinander verknoten. Vereinfacht kann man sich das PVC-Rohr wie ein extrem unordentliches und dichtes Wollknäuel vorstellen. PVC ist durch diesen Aufbau ein sogenannter Thermoplast. Thermoplast heißt so viel wie warm formbar. Das PVC-Rohr ist mit einer Schicht von Trennmitteln überzogen. Es verhindert, dass die Rohre oder Formen bei der Fertigung miteinander verkleben. Diese Trennschicht muss mit dem Reiniger vor dem Klebevorgang entfernt werden. Der Reiniger besteht aus einer Mischung aus Aceton und Butanon. Die beiden Lösungsmittel entfernen zuverlässig das Trennmittel auf der Rohroberfläche und reißen die oberflächigen PVC-Fäden auf. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wenn eine Drahtbürste Fäden aus einem Wollknäuel reißt. Das Rohr verliert an den gereinigten Stellen seinen Glanz. Der Kleber besteht aus den Lösungsmitteln Tetrahydrofuran, Butanon und Cyclohexanon. Zusätzlich ist in dem Kleber PVC gelöst, woraus auch das Rohr besteht. Wird der Kleber aufgetragen, greifen die Lösungsmittel erneut die verletzte Rohroberfläche und die aufgestellten Fäden an. Solange das Lösungsmittel aktiv ist, muss die Muffe schnell und ohne Verdrehen aufgeschoben werden. Ein Verdrehen beim Aufschieben würde die anfängliche Polymerisation zwischen Rohr und Muffe stören. Das kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass alle aufgestellten Fäden glattgezogen werden oder sogar reißen. Nach dem Zusammenfügen verdampfen nach und nach die Lösungsmittel. Während der Verdampfung finden tausende Kettenpolymerisation zwischen den aufgestellten Fäden des Rohres, dem PVC im Kleber und den aufgestellten Fäden der Muffe statt. Ist die Aushärtezeit von 24 Stunden erreicht, so ist der Kleber komplett polymerisiert. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Rohr und Kleber. Rohr, Kleber und Muffe bestehen nun komplett aus PVC und haben durch und durch gleiche Eigenschaften. Dieses Verfahren heißt Quellschweißen und wird fälschlicherweise häufig als Kaltverschweißen bezeichnet. Es kann theoretisch auf allen Polymeren verwendet werden, die sich durch eine Kettenpolymerisation bilden. Aber wie lange müssen wir denn jetzt warten? Ja, so bezogen auf diesen Kleber geht man in der Faustformel 1 Bar pro Stunde aus. Okay. Die Druckprobe, weil wir jetzt hier eine Neuverlegung haben, die machen wir nach 24 Stunden, weil die Druckprobe ja je nach Dimension mit einem erhöhten Druck stattfinden wird. Ja, okay. Also, dass das richtig durchgehärtet ist. Genau. Also, wir wollen da wirklich auf Nummer sicher gehen. Es bringt uns nichts, wenn wir dieses Rohr bei Inbetriebnahme direkt wieder zerstören. Ja, dadurch, dass wir zu schnell sind. Okay. Ja, geil, dass du da warst. Ja, danke, Jonas, dass ich da sein durfte. Ja, mega. Wenn du gerne nochmal beim Dreh dabei sein willst, dann... Also, wegen mir gerne wieder. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen was weit nahe zu bringen, wie das alles funktioniert. Und ja, gerne. Vielleicht seht ihr Pascal nochmal in einem anderen Video. Und ihr habt auch einen YouTube-Kanal, ne? Genau. Und da gibt's alles rein, was mit Kunststoffrohrleitungssysteme zu tun hat. Da würdet ihr finden, wenn ihr da Interesse habt. Schaut doch einfach rein. Sollen wir ein Video verlinken? Gerne. Ich würde auf dich zukommen und dann verlinken wir dein schönes Video. Ja, alles klar. Dann findet ihr von uns da oben ein Video und von uns hier unten. Da unten ein Video und ja, dann hier abonnieren. Ciao.